Als ich klein war, da hast du mir was vorgesungen, wenn ich Angst hatte. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich uns das jetzt erspare. Ich bin ja mal gespannt, wie das nachher ist. Hoffentlich geht alles gut. Ich hätte auch nichts dagegen einzuwenden. Also, solange die Ärzte nicht ihre Werkzeuge in uns vergessen. Hoppala, Frau Novak. Jetzt haben sie nicht nur eine neue Niere, sondern auch noch einen neuen Tupfer. Im Moment ist mir nicht so zum Lachen zumute. Entschuldige. Mir fiel gerade nichts Besseres ein. Wir schaffen das. Gemeinsam bekommen wir das wieder hin. Endlich. Wie geht's, Hanna? Die Transplantation ist ohne Komplikationen verlaufen. Übrigens für beide Patienten. Was heißt das jetzt genau? Es gibt noch ein Restrisiko, dass ihr Immunsystem die Spenderniere abstößt, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Heißt das, wir haben es geschafft? Ja. Vielen Dank für alles. Ich habe Professor Malmann wirklich nur assistiert, also... Du weißt, was ich meine. Ohne deine Hilfe hätte das nie so reibungslos geklappt. Und meine Mutter? Die ist auch bald wieder auf den Beinen, mach dir keine Sorgen. Okay. Oh, ich bin so froh. Weißt du denn ungefähr, wann Hanna aus der Narkose aufwacht? Ich wäre gern bei dir. Da hast du bestimmt noch 2-3 Stunden Zeit. Hol dich erstmal ein bisschen aus, ja? Ich besorg uns eine Flasche Sekt oder Champagner essen. Kommst du auch noch mit ins No Limits? Ich habe leider noch was Geschäftliches zu erledigen. Okay. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Danke. Fühlst du dich auch so gerädert wie ich? Ich hatte schon schlimmere Kater. Allerdings habe ich es jetzt mehr im Rücken als im Kopf. Ich habe mich noch gar nicht so richtig bei dir bedankt. Ich bin froh, dass wir die Operation hinter uns gebracht haben. Kann ich irgendwas für sie tun? Brauchst du was? Danke. Guten Tag, Frau Jones. Guten Tag. Guten Tag, Frau Novak. Graf Lahnstein? Ich wollte mich persönlich davon überzeugen, dass es Ihnen gut geht. Bitte schön. Herzlichen Dank, sehr nett. Frau Novak. Bitte schön. Wie komme ich zu der Ehre? Nun, immerhin sind Sie eine Freundin meiner Tochter. Auf jeden Fall, vielen Dank. Dich hatte ich allerdings nicht hier erwartet. Ich bin auch gerade erst gekommen. Der Termin war schneller beendet, als ich dachte. Oh, wie schön.
umso schneller konntest du natürlich hier sein. Ja, genau. Hannah ist schließlich eine richtig gute Freundin. Gut, dann werde ich mal zwei Vasen organisieren. Mich aber sehr über Ihren Besuch gefreut. Vielen Dank nochmal für die schönen Blumen. Ich wünsche Ihnen beiden eine gute Besserung. Ja, ich schaue die Tage dann nochmal rein. Weißt du noch, wie wir uns als Kinder vor dem Einschlafen immer Gespenstergeschichten erzählt haben? Gruselig waren die. Aber ich konnte nie genug davon bekommen. Ja, ich musste mir immer wieder was Neues ausdenken. Ich war oft schon so müde und wollte schlafen, aber du wolltest immer noch eine Geschichte hören. Wolltest du deswegen so schnell wie möglich ein eigenes Zimmer haben? Nein. Ich wollte so schnell wie möglich mein eigenes Leben leben. Weißt du, dass ich dich früher immer bewundert habe? Das glaube ich nicht. Doch, wirklich. Ich wollte früher so sein wie du. Selbstsicher, schlagfertig, umschwärmt. Vielleicht wollte ich deswegen auch immer in deiner Nähe sein. So wie du jetzt die Nähe von Carla von Lahnstein suchst. Wieso? Naja, ihr beide, ihr seid sehr vertraut. Carla ist eine gute Freundin von mir. Ach so, naja. Dann habe ich mich wohl geirrt. Ja, sieht so aus.